Aber gut, dass mich dann direkt der Dive zur Kiste geführt hat. Das war irgendwie schon wieder so. Oh, nein. Mario, was machen wir mit? Ach so, okay. Das habe ich gar nicht gesehen da drauf. Ah, genau. Fähigkeitspunkte. Schauen wir mal. Kampfkunst, leichter Angriff. Signature-Angriff. Halte X, um einen geschickten Fegetritt auszuführen. Okay, finde ich eigentlich ganz gut, aber ich würde gerne ihre Verteidigung ein bisschen stärker machen. Bewegungsfähigkeits-Upgrade. Powerseil. Halte A, während du Widow-Seil einsetzt, um mit erhöhter Kraft von Kanten und Stangen zu springen und dadurch größere Entfernungen zu überwinden. Brauche ich wahrscheinlich irgendwann. Peitschenhieb. Verteidigungsfähigkeit. Nachdem du RT gedrückt hast, das nutze ich nicht so richtig. Nachtwache, Luftpowerangriff ist auch nicht schlecht. Schwerer Ausweichangriff. Ausweichen nutzt. Ich hab's ein bisschen genutzt, ne? Ich glaube, ich nehme irgendwas hier von. Ja, ich nehme das, glaube ich. Gedrückt halten. Schauen wir mal. So, ich muss ganz kurz meine Nase schnauben, bin sofort wieder da. So, dann gucken wir mal. Hier geht's weiter. Es brennt ja schon. Warum brennt es? Ich kann mich gar nicht erinnern. Da seid ihr. Hallo. Tiny Dancer hat nicht mal annähernd so viel Biss wie Black Widow, oder? Hast lang gebraucht, um es rauszukriegen. Dabei dachte ich, dass du das Gehirn dieser Operation bist. Das bin ich. Schön, wenn man anerkannt wird. Da kommt so einer. Wenn du den Laden leitest, was ist dann das Ziel? Das hat vielleicht beim Taskmaster funktioniert. Aber ich bin nicht so dumm, dir alles zu erklären, Romanov. Okay, dann lass mich raten. Okay, dann lass mich raten. Du und George benutzt Inhumans für eure Adaptoids. Die regenerative Formel hält sie gerade so lange am Leben, dass du ihre Kräfte ernten kannst. Das ist ein Teil davon. Aber ich habe größere Pläne. Die Avengers zu ersetzen. Nicht alles dreht sich um euch. Ich bin tot. Mission geschwächt. Ziel erfasst. Autschi. Nicht so richtig gut im Kampf, habe ich das Gefühl. Lass mal die neue Fähigkeit hier nutzen. Okay, cool. Direkt sogar ein. Ah, Energieflut. Ein Angriffsmodus mit einer energiegeladenen, mit einem energiegeladenen Stab für Spezialangriffe mit hohem Schockschaden und erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, super. Stimme. Sandra? War der down? Jo, cool. Nervengas. Ich muss es irgendwie abschalten. So. Oh. Großer Robby. Monika? Hübscher Anzug. Du hast mir genug Probleme bereitet. Und ich bin noch nicht fertig. Wo ist das Mädchen, Monika? Oh, so einfach ist das nicht. Oh ja. Eigentlich schon. Wohin bringst du die Inhumans? In Sicherheit. Du bekommst mein Spielzeug nicht. Natürlich sind Menschen Spielzeug für dich. Nein, kein Spielzeug. Edle Opfer für die gute Sache.
Schurken-Bingo. Hallo. Zwirbelst du deinen Schnurrbart in diesem Anzug? Spotte nur. Alles, was ich getan habe, dient der Zukunft der Menschheit. Deine Gefangenen sind auch Menschen, Monika. Kollateralschäden sind unvermeidbar. Das weißt du besser als die meisten. Das Argument kenne ich. Und am Ende sterben immer Menschen. Ist das bei dir nicht genauso? Was soll das denn heißen? Ich hab den AD nicht vergessen. Ich auch nicht. Aua, aua, aua. Die Avengers haben schon genug Schaden angerichtet und viele Leben geopfert. Seit dem Ende weiß die Welt das. Wir brauchen euch nicht mehr. Solange du Menschen in Käfige sperrst, gehe ich nirgendwo hin. Oh, die Fähigkeiten. Oh, ich brauche Energie. Schubidu. Nein. Schnell. Das war echt knapp. Das war ja gar nichts mehr. Okay. So, jetzt geht's. Komm, weiter kämpfen. Nein, daneben geschossen. Ist noch so ein bisschen hakelig. Nein, auch schon. Weg, weg, weg! Weg vom Tisch! Gott, oh Gott! Die andere? Ja? Soll ich mir hoch? Ah, Mist, ich hau wieder runter. Ich bin so doof. Ja gut, haben wir noch irgendwo Energie? Ich wollte gerade schießen. Ich hab nicht getroffen. Okay, cool. Hat nicht viel gebracht. Ach so, das da ist so ein Feld, was ich generiere. Ist mir jetzt halt aufgefallen. Okay, ist nicht mehr viel. Aufhalten. Ja, ich versuch's ja, Spiel. Weg bin ich. Au revoir. Monika, du hast viel zu verantworten. Wo hast du die Inhumans hingebracht? Das würdest du wohl gern wissen. Verdammt. So leicht kommst du mir nicht davon. Ich habe hier einen Ehrengast. Fesselt sie. Sie kommt mit uns. Braucht jemand ein Taxi? Na, endlich. Hey, hast du eine Teenagerin gesehen? Braunes Haar, etwa so groß? Ja, in den Zellen. Sie wollte aber nicht mitkommen, also... Okay, du kannst gehen. Es hakt wieder so ein bisschen nach, Kamala. Ne? Aber es sind Videosequenzen, also... Hallo? Black Widow? Ja, wir haben schon zusammen gekämpft, war ein Bug. Was machst du denn hier? Komm mit. Nichts wie raus hier. Ich gehe nach Hause. Nach Jersey. Ich weiß nicht, wem ich was vormachen wollte. Ich bin keine Heldin.
Weiß nicht, ich habe da einen Quinjet voller Leute, die das anders sehen. Ich konnte es nicht kontrollieren. Ich wurde ohnmächtig. Ich hab's versaut. Hey. Manchmal passiert sowas. Um ehrlich zu sein, Jersey war auch nicht meine Sternstunde. Tiny Dancer? Ach, Kleine. Du bist bereits eine Heldin. Die Einzige, die du noch überzeugen musst, bist du. Komm. Lass uns hier verschwinden. Cool. Tja, da guckst du, Bruce. Geht's dir gut? Es tut mir so leid. Ich hab's verbockt. Nein. Es ist in Ordnung. Wieso gehst du... geh doch schon mal rein. Das ist so weird mit Widow. Dass wir schon mit ihr zusammen gekämpft haben und dann... Naja, egal. Tiny Dancer? Freut mich auch, dich zu sehen, Bruce. Ja. Und? Wie hat dir die waghalsige Rettung in letzter Sekunde gefallen? Willst du ein Kompliment hören, Tony? Wir treffen uns auf dem Kommandodeck. Wir haben ein kleines Zeitfenster für den nächsten Schritt, solange AIM sich erholt. Ja, ja, Höflichkeiten später. Verstanden. Okay, wir sind in Widows Zimmer. Können wir aus dem Fenster rausgucken? Hier ist irgendwas. Wer will ich heute sein? Ach so, Klamotten. Ja, naja. Ist hier noch ein Computer? Es ist Jahre her. Ich werde dich einfach nicht los, was? Tja. Wer das verstehen will, muss am ehesten auf den Black Widow-Film warten. Da werde ich euch mal in dem Fall nichts vorwegnehmen. Dass ihr auch an dem Film ein bisschen Spaß haben wird, wenn er endlich dann kommt. Hallo, meine Lieben. Habt ihr mich vermisst? So, ja, war alles, ne? Ja. Boah, es hakt. Verdammt. Oh nein. Ach Mann, Spiel. Ich hab mich so gefreut, dass es gut läuft. Also gut. Dann mal zurück aufs Kommandodeck. Oh Gott. Okay. Es ist also Zeit wieder aufzuhören, weil das wird nichts. Das ist ja schlimmer als vorher. Da ist eine Kiste. Immer wenn man die Szenen verlässt, scheinbar. Jetzt geht's ein bisschen. Naja, ich öffne erstmal die Kiste hier. Fähigkeitspunkte. Nehmen wir entsprechend das. Oh, hier ist was Neues. Okay. Ist auch nicht so schlecht, ne? Machen wir mal. Muss ich bloß dann denken, dass ich's hab. So, warte mal. Gruppierungshändler. Da sollen wir hin. Machen wir das mal, ne? Langsam kommt hier auch ein bisschen Leben rein. Oh. Cool. Ich grüße alle Abenteurer. Krass. Ist richtig was los inzwischen. Soundcheck. 1, 2, 3, sind wir drauf? Okay? Okay. Moment. Aufregung liegt über New Jersey und dem Heroes Park, während der Countdown bis zum AIM-Erlebnis läuft. Geschäftsführer Dr. George Tarleton hat eine revolutionäre Ankündigung versprochen.
Das Unternehmen wird seine neuesten Technologien vorstellen, einschließlich seiner topmodernen Adaptoid-KI. Auch nach 5 Jahren gibt AIM Vollgas. Als jemand, der über das Zeitalter der Helden mit seinen Hoffnungen und Erwartungen berichtet hat, muss ich anmerken, dass das Gefühl heute ähnlich ist. Nur noch inspirierender, weil hier gewöhnlicher menschlicher Einfallsreichtum die technologische Renaissance einläutet, die unser Leben verändern wird. Unfassbar, dass die Nation vor 5 Jahren um eine ihrer strahlenden Städte getrauert hat. Wir sind weit gekommen und es ist aufregend, heute zu leben. Okay. Du schaffst das schon. Ich versuch's. Es ist schwer, sich nicht hilflos zu fühlen. Wir müssen AIM heimzahlen, was sie getan haben. Das werden wir. Versprochen. Gut. Ich bin kampfbereit. Sag nur wann. Comic gefunden. So, da steht Kamala. Ich habe Ware für Ihr Gold. Falls Sie genug haben. Ausrüstungshändler, was haben wir? Können wir irgendwas mitnehmen? 25 habe ich. 25. Warte mal. Ja, doch. Gerade so. Ist gut, oder? Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Zielgerichtete Gravitonen. Aber das, ich nutze ja das mit dem in der Luft eigentlich recht häufig. Das ist Kamala. Das müsste für Widow sein. Möge sie ihnen dienlich sein. Okay. Mögen unsere Wege sich in Zukunft erneut kreuzen. Herausforderung abgeschlossen. Okay. Was genau war das für ein... Hallo? Agent Romanoff? Wie geht es Ihnen? Sie erholen sich. Sie haben viel durchgemacht. Danke, dass Sie sie gefunden haben. Sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen. Okay. Es hakt übrigens gerade nicht. Für... naja, alles. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst, Kamala. Dieses Ruckeln ist so ein bisschen... irritierend. Neuer Look gefällig? Du siehst aus, als würdest du dich erholen. Das Gefängnis hat mich viel Substanz gekostet, aber bald kann ich wieder kämpfen. Sehr gut. Händlerin für kosmetische Objekte. Das machen 3 Stunden Schlaf mit einem Menschen. Man sieht komisch aus. Emotes? Brauche ich Emotes? Eigentlich brauche ich keine Emotes. Okay, das sieht witzig aus. Ich brauche keine Emotes, sagte er. Das hat lang gedauert. Ich habe erst geschlafen, als es perfekt war. Moment. Habe ich geschlafen? An die Arbeit. Ich mache eine etwas, das Ihnen Offensive. Wirklich gefallen wird. Kommen Sie wieder. So. Kamala Wall hat doch schon noch mehr zu sagen, oder? Hey, du hast doch jetzt einige Zeit mit Bruce verbracht. Denkst du, er ist bereit für den Plausch mit Monica? Er ist ein bisschen nervös. Aber ich glaube, er kriegt das hin. Ich werde ihn dennoch ein wenig... motivieren. Ja, gute Idee. Bei mir würde das funktionieren. Okay. Das war's dann. Guten Tag. Wie steht's mit der Sicherheit? Ein Riesenchaos. Wir arbeiten hart daran, alles neu zu verkabeln. Ist deswegen die Luftschleuse im Moment außer Betrieb? Ja, Ma'am. Sie sollte bald wieder online sein. Wie soll ich denn da hinkommen? Kleines Weg dahin, oder? Okay, gucken wir uns weiter um. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Zagen tut mir leid. Ich höre am Ende dieser Folge dann wieder für diese Session auf. Das hat ja dann doch nicht wirklich Sinn.
Warum soll ich hier rein? Das hatte gerade einen Marker. Kamala hat gar nichts. Okay. Oh, das Haken nervt. Es tut mir leid, Freunde. Ich habe wirklich gehofft, dass das letzte Update irgendwas gebracht hat. Aber irgendwas ist hier im Argen. Echt schade. Ah ne, das ist ja da, wo ich herkomme. Gut, dann gucken wir uns nochmal in den Bereichen hier um. Da ist nichts mehr, da ist auch nichts. Habt ihr irgendwas zu sagen? Nee. Okay, hast du was? Dankeschön, hallo. Okay. Da könnten wir theoretisch noch rein, ne? Guten Tag. Hallo. Monikas Labor. Okay. Oh, Kiste. Ich guck gleich mal am Fenster, wo wir sind, ob man irgendwas erkennt. Nee. Einfach nur über den Wolken irgendwo. Okay. Aber wir fliegen. Das ist ja schon mal gut. Die Chimera fliegt wieder. Das ist ja schon was. So. Ich will bloß gucken wegen Loot. Auch wenn mich irgendwie beim Umherlaufen das mit dem Ruckeln stört. Ich kann es mir nicht erklären, wirklich nicht. Fertigungsmaschine. Und die Leute sagen, ich wechsle gerne das Kostüm. Okay. Da noch nicht hin. Hier nochmal kurz gucken. Okay. Gut. Gehen wir zu Hank. Ach, zu Tony. Ich dachte, wir sollen zu Hank. Wir sollten zu Hank. Ich kann nicht glauben, dass du nicht hier bist. Oder sollten wir zu Bruce? Wir könnten dich wirklich brauchen, Cap. Zu Bruce sollten wir. Hank wird wahrscheinlich noch am Ameisenhügel sein. Okay. Aber hinten kommen wir ja nicht hin. Willkommen zurück, Avenger. Ich habe was Neues für Sie. Was denn? Wir könnten Ihre Hilfe brauchen. Was sagen Sie? Achso, ja, mache ich ja gerade nicht. Ja, jetzt sind wir gegenüber AIM im Vorteil. Gar nichts gemacht. Freust dich über nichts. Ja gut, dann zu Tony. Aber ich dachte... Hey, haben Sie eine Sekunde? Nee, ich war gerade bei dir. Sicherheitscheck. Alle Schilder online. Volle Energie. Alles klar. Der Aufbau ist rudimentär, aber für den Einsatz reicht es. Gut gemacht. Okay. Also auf jeden Fall cool, wie das hier wieder Leben angenommen hat. Comic. Gut, schauen wir mal. Hallo Toni. Okay, Tony. Wir müssen der Welt zeigen, was AIM vorhat. Und ich habe die perfekte Gelegenheit dazu. Das AIM-Erlebnis in Manhattan. Die Vorstellung von Tarltons neuen Adaptoids. Alle Networks werden da sein. Ich denke, das wäre der perfekte Ort, dass ein paar Dutzend Inhumans plötzlich wieder auftauchen. Wir müssen aber vorsichtig sein. AIM wird die Wahrheit begraben und lieber alle Gefangenen töten, als aufzufliegen. Wir brauchen die Position des Labors, um es abzuriegeln.
Ein Glück, dass du Taltons Stellvertreterin geschnappt hast. Wenn jemand sie zum Reden bringt, dann Bruce. Er hat sich bereits freiwillig gemeldet. Nicht schlecht, Tony. Dann runter zum Verhörraum. Ich sage Bruce Bescheid, dass es losgeht. Miss Romanoff, Dr. Pym möchte möglichst bald am Einsatztisch mit Ihnen sprechen. Ja, doch Dr. Pym, aber ich bin noch am Einsatztisch. Grüße vom Ameisenhügel. Ah, okay. Natascha, danke für deine Hilfe im Gefängnis von AIM. Und für alles, was du als Tiny Dancer getan hast. Ich hatte mich schon gefragt, wer unser Schutzengel war. Jederzeit, Hank. Manchmal muss man sich eben die Hände schmutzig machen. Stimmt. Und wie habt ihr die Chimera online und in die Luft gebracht? Ganz ohne Terrigen? Die Chimera hat die gleichen Standardtriebwerke wie ältere Helicarrier. Sie ist praktisch ein Hybridauto. Nur viel cooler. Das hier ist doch nicht bloß ein Dankesanruf, oder, Doktor? Schuldig im Sinne der Anklage. Wir haben deine Daten aus dem Gefängnis analysiert. AIM konnte die meisten Inhumans erfolgreich verlegen. Ich habe das Schiff verfolgt, aber jemand muss sich darum kümmern. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Danke. Missionsdaten wurden auf euren Einsatztisch hochgeladen. Film Ende. Okay. Miss Romanoff, willkommen zurück auf der Chimera. Danke. Ich habe Infos über die potenziellen AIM-Überläufer, die Sie mir in Ihrer Zeit als Tiny Dancer gemeldet haben. Ich habe eine Position auf dem Einsatztisch markiert, die Sie interessieren dürfte. Danke, Jarvis. Es ist schön, dass du wieder die Missionsdetails für mich verwaltest. Wie in alten Zeiten, so heißt es doch. Black Widow ist jetzt für Einsätze verfügbar und kann im Heldenkader gewählt werden. Ikonisch Missionsreihe verfügbar. Die Missionsreihe, die meisterhafte Black Widow, ist jetzt verfügbar. Nachsehen, ob Bruce zum Gespräch mit Monica bereit ist. Ich trick sie jetzt gleich ein bisschen. Ich würde mal versuchen, ob, wenn ich das Spiel beende komplett, also ich würde noch ein bisschen weiterspielen wollen eigentlich, wenn ich das Spiel gleich beende, ob es dann nicht mehr hakt, wenn ich wieder mich einlogge. Also einmal alles raus ausmachen und wieder anmachen, ob es dann nicht mehr hakt. Aber das ist ja irgendwie voll weird, dass das so ist. So, ist die Schleuse wieder auf? Nee. Wo ist denn der Verhörraum? Da ist Bruce. Gelaufen? Oh. Da habe ich dran vorbeigelaufen. Der stand gerade gar nicht da. Das ist ja komisch. Ich habe gar nicht gesehen, was ich angesammelt habe. Ein bisschen weird, ne? So. Wo ist er? Hä? Da hinten. Hey Avenger, ich habe eine Aufgabe für dich. Der verhebt dich da. Bin ich da vorbeigelaufen. Ihr könnt zurückspulen und gucken. War der, stand Bruce da eben auch schon? Ich habe ihn doch gesucht. Ich hatte das ja hier nicht genutzt, ne? Aber, der stand doch eben nicht da, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Gut, also wie gesagt, ich würde an der Stelle jetzt dann einen kleinen Break machen. Und dann schauen wir mal, ob das was bringt. Wenn ich hier, ja, einfach dann beim nächsten Mal hier weiterspiele. Gut, dann hören wir an der Stelle auf, was der Dialog hier mit Bruce als nächstes bringen wird, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Da hinten war ein Speicherpunkt gerade, wo ich im Gang war. Deswegen bietet sich das ganz gut an. Also, ich spiele auf jeden Fall jetzt noch weiter. Ich würde aber die Session, wie gesagt, neu starten und hoffen, dass es dann nicht mehr hakt. Dann wäre es ein Workaround, immer nur circa eine Stunde spielen und dann wieder neu starten. Aber dass das in einem modernen Spiel so der Fall sein muss, ich weiß nicht. Also irgendwas ist hier ganz schlecht optimiert und ja, es ist, wie es ist. Wollen wir uns nicht dran aufhalten. Ich würde sagen, ich mache gleich weiter. Für euch geht es in 2 Tagen hier auf dem Kanal weiter. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis dann.